Als Jury-Mitglied. Ich freue mich sehr, Kuchen zu essen. Ich liebe Kuchen. Und dann darf man noch zwei Kuchen probieren. Heute ist einfach mein Tag. Ich heiße Jana Riemer, komme hier aus Köln. Ich hoffe sehr, dass der Kuchen schmeckt und es sich dafür lohnt. Aber natürlich freue ich mich auch mega auf die Bestrafungen, die Mädels richtig zu quälen. Was geht, Leute? Shady Modus hier. Ich freue mich beim heutigen Video eigentlich darauf, wie die beiden, die einfach komplett clumsy sind, sich hier gegenseitig fertig machen. Und zwar sind die Regeln, wir haben eine Stunde Zeit. Wenn jemand früher fertig wird, muss der andere auch aufhören. Und während wir backen, haben wir verschiedene Challenges, die wir von der Jury einmal gestellt bekommen. Und wer falsch liegt, wird bestraft. Und wenn beide falsch liegen, werden beide bestraft. Und habe ich was vergessen? Während der Bestrafung darf man natürlich nicht weiterbacken und der andere darf weitermachen. Genau. Das war's. Ich würde sagen, wir legen los, ihr stellt einen Timer. Exakt. Und achso, ich sehe halt eben so aus wegen ihrem Video. Also schaut da vorbei, okay. Okay, seid ihr ready? Ja. 3, 2, 1, go! Jetzt gehen wir das alles taktisch an hier. Perfekt, Jenny. Super vorgelegt. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt schon mit der ersten an, weil dann gucken wir doch mal, ob irgendwas passiert. Wart ihr gut in Mathe? Ja. Okay, hier kommt eine mathematische Aufgabe für euch. Eine Kopfrechenaufgabe. 10 minus 1. Minus 2. Warte, was? 10 minus 1? 2. Minus 4. Was? Warte mal. Gleich 0. Null. Warum seid ihr so schlau? Ich traue den beiden nicht so viel zu. Und es kam halt eine Rechenaufgabe, wo ich dachte so, das werden die safe failen. Komplett. Es war komplett richtig. Ich war so schockiert, ich wusste nicht mal, was ich darauf antworten soll. Ich habe geraten. Na komm, schnell weiter. Keine Bestrafung. Weiter geht's. Wie schlau die das jetzt alles. Ja, nett. Die haben gelernt. Die haben aus dem ersten Video gelernt. Maria, du musst es wirklich auch so machen wie eben, weil der... Ja, ja. Sei ruhig. Was machst du gerade, Maria? Ich mach gerade die Rühreier. Die Rühreier? Milch! Wo ist die Milch? Okay, Leute, nächste Frage. Was ist schwerer? 1 Kilo Federn oder 1 Kilo Stahl? Beides gleich. Beides gleich. Leute, seid so schnell. Aber ich habe gewonnen und sie nicht, weil ich habe zuerst gesagt. Ja, stimmt, eigentlich schon. Eigentlich schon. Schneller ist er, schneller. Okay. Also bestraft. Punkt. Du bist genauso schadenfroh. Ja, scheiße. Keine Bestrafung. Keine Bestrafung. Okay, 5 Minuten ersetzen durch Jury. Ja! Oder? Ach, du musst sagen, macht einer, oder? Du musst auch nur noch rühren. Ja, aber das ist das Schwerste, ne? Ja, es ist wirklich das. Guck mal, ich mach so einfach. Ja, das habe ich vorhin auch gemacht, weil das gar nicht funktioniert. Die Schüssel ist halt viel zu klein. Die Hälfte geht halt raus. Beruhigst du dich mal bitte. Ich versuche halt mein Bestes zu geben. Yay! Aber du musst es schön verrühren. Ne, schön. Ja, ja, ich mach's. Keine Tipps von außerhalb, bitte. Du musst dich beeilen, Jana. Was ist mit dir? Ja, ich kann auch machen, was ich will. Was sind die drei Aggregatzustände von Wasser? Was ist das denn? Ich weiß es. Sauerstoff. Halt die F***. Sauerstoff, Wasserstoff und Kalk. Was? Nein, es ist... Gas. Ja, das zählt.
Ja, Dampf, Wasserdampf. Hat sie Ich hab Dampf gesagt. Ja, hat auch so gesagt. Ey. Yes. Maria, wenn du Strafe. Ich bin wieder dran. Filmmelodie summen. Und ihr müsst es raten. Ja. Okay. Ich summe. Film und Cartoon oder nur sagt ihr, welche Kategorien soll ich? Film. Ja, Film. Einfach auch ein Film. Okay. Aber machen, was nicht ganz leicht ist. Pink James Panther. Bond! James Bond! Ich dachte, du kommst jetzt mit sowas wie Titanic. Okay. Das ist sowas Schlaues. Dann, wir haben jetzt unsere beiden Kuchen reingepackt. Und hier, unsere Boobies. Und jetzt, jetzt warten wir ab und sehen uns gleich. Tschüss. Okay. Also, Jana probiert jetzt mal ein bisschen. Probier mal ein Stück Kuchen. Man darf keinen rohen Teig essen. Ist ja schon ein bisschen gebacken. Schmeckt's? So, also. Ja! Geht's dir gut? Alter, und dann ging's Jana auf einmal richtig schlecht. Die musste einfach kotzen. Und ich weiß auch nicht. Und dann ist sie halt nach Hause. Ja, ganz ehrlich, dann ist mehr Kuchen für mich da. Ich finde, deine sehen sogar noch krasser aus jetzt. Ja. Okay, ich würde sagen, 3, 2, 1, los. Okay, Leute, nächste Frage. Ja. 12 minus 16 geteilt durch 2. 5. 16 durch 2 sind 8. Fuck. 12 minus 8. Sag's nochmal. Ich sag's wirklich nochmal. Ja. Weil 16. Andere Zahl. Ja. 12 minus 6 geteilt durch 2. 0. 4. Die Antwort ist 9. Hä? Ja, Leute. 12 wahrscheinlich 2. Nein, du rechnest aber nicht 12 geteilt durch 2. Du doch, rechnest 6. Ja, aber du rechnest so. 12 minus 6 geteilt durch 2. 12 minus 6 geteilt durch 2. Mhm. Punkt vor Strafe, wenn du es 6 geteilt durch 2. Ja. Wieso 6? Was? Ich meine, das ist halt egal, weil ich hab ihr habt halt beide falsch. Oh, egal. Ihr habt halt jetzt beide falsch. Ja, okay, beide falsch. Oh Gott, was? Ich hab Freeshow Master geworden. Also, Adrenalin hat so gekickt. Ich wollte das so rocken, dass ich mich einfach verbrannt habe, aber mir war das voll egal. Ich meine, nur die Harten kommen in den Garten, ne? Komm, komm. Okay, Leute, das ist geil. Ihr müsst aber Zutaten tauschen. Wie, was sollen wir denn tauschen? Ich würde sagen, auch einen ganzen Kuchen. Boah, das wäre krass. Nein, das darf nicht. Dann wenigstens ein. Nein, das geht nicht jetzt. Dann wenigstens eine Schüssel. Ja, dann tauschen wir eine Schüssel. Scheiße, was ist das denn? Warum benutzt du den Tanger als Hitzeablocker? Also ich finde es ja vollkommen normal, dass man Stream benutzt. Ich hatte ja auch nichts anderes, Leute. Und das mache ich zu Hause auch so. Fuck, ich hab's so verkackt, nein! Okay, Leute. Scheiße! Was hast du gemacht? Meine Tinte ist kaputt! Oh. Alarm! Leute, die nächste Frage. Wie schwer ist ein Elefant? Eine Tonne? 3 Tonnen, würde ich sagen, du? 8 Tonnen. Die Antwort ist 6 Tonnen. Ach, Junge, ich. Entschuldigung. Dann hat Marian verloren und kriegt. Marian muss die Unterwäsche anziehen. Nein, damit habe ich gerade so einen Scheiß gemacht. Geschmolzen. Warte, okay. Eskaliert langsam. Ich brauch jemanden, der mir den BH zubindet jetzt hier. Ja, komm. Ja, wenn es sein muss. Ja, gut. Okay.
Ist das noch so heiß, dass man das nicht anfassen kann? Ja. Ich sauer. Nächste Frage. Wer ist der Bundeskanzler von Deutschland? Kanzler? Angela Merkel. Kanzlerin Angela Merkel. Ja, ich hab's schon zuerst gesagt. Ja, aber ich hab Kanzler, ist ja klar, oder? Also, Mann, wieso verkacke ich denn die ganze Zeit? Jetzt kommt hier irgendwas. Wieso klebt das? Wieso funktioniert hier nichts mehr? Okay, Leute, next question ist, welche Farbe ergibt es, wenn man blau und gelb mischt? Grün. Okay, das heißt, Jennifer, du wirst jetzt hart bestraft. Okay. Und zwar... Ich kann es machen. Ja? Yes. Du kriegst Mehl in die Fresse, Jennifer. Oh. Ja. 2020 so Checkliste. Life gonna cheat. Okay. Warte mal, warte, geh mal woanders hin. Jetzt hat sie das auch mal abbekommen und ich mache jetzt weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht besonders angenehm war, aber sie hat es ja verdient. Nein, Spaß hat sie nicht. Wir sind alle durch einfach. Okay Leute, nächste Frage. Wie viele Buchstaben hat das Wort Finanzdienstleistungsunternehmen? Oh fuck, jetzt bin ich raus. Stille ist auf einmal. Oh, geil, wie die mit ihren Fingern ziehen. Das sind so viele Finger halt. 6, 4, 8, 9, 2, das ist 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 25, 35, 30, 32. 32. Was? Ja! Und Stresssituationen gefällt mir auch. Und Jennifer? Du musst 30 Sekunden ein Loblied auf die Jury singen. Ihr seid die Besten und die Tollsten und keiner kann euch was. Wir klatschen zusammen, es wird ein Riesenspaß. Ja, also ich meine, man hat ja gesehen, dass ich wahnsinnig gut singen kann. Hab auch schon überlegt, ob ich vielleicht zu die SDS gehe. Freestyle, ja, oder? Perfekt. Das ist ein bisschen spannender. Ja. Ich finde das kreativ, was sie das mit dem Tanzen machen. Ja. Boah, ich hab voll diese Löffel, ey. Oh, geil, wir haben Sterne sogar. This is America. Geil, wie random. This is America. Was hat das denn mit dem Stern dann zu tun? Hä? Weil das blau ist, Kuduli. Das schmilzt ja, das sieht ja übelst scheiße aus dann. Ich bin so lost gerade. Nein. Letzte Frage, Leute. Welche Farbe hat die Zunge eines Giraffen? Blau. Nein, Mann, sag mir mal ab schon, wie das aussieht. Das ist blau. Oh. Warum weißt du das? Weil ich schon mal gesehen habe. Ah! Oh, möchte man nicht wissen. Jenny. Nein! Was? Du darfst für 10 Sekunden nur noch mit Sahne arbeiten. Jenny, es tut mir doch so leid. Für dich würde ich sterben, gehör damit du mir verzeihst. Ich bin fertig. Fertig. Oh, okay. Okay, stopp. Fertig. Ja, warte. Okay, mach das noch fertig. Ich mach das noch fertig. Als ich den ersten Kuchen gesehen habe,
in meinem Video, schau vorbei. Da hätte ich nicht damit gerechnet, dass Mariam überhaupt noch irgendwas auf die Reihe kriegt bei dem zweiten Kuchen. Aber den hat sie wirklich unnormal schön gemacht und Aussehen gibt safe an Mariam. Zu nice, wie einfach dieses Blaue einfach so quasi wie so ein Halter, weißt du? Richtig schön. Sie hat ein Beep-Pursing hier drin, was ich auch voll kreativ finde. So einfach mit... Geil, mit das fällt mir jetzt erst auf! Ja, das weiß geil. Ich doch! Mhm. Mein Haus kommt in hart. Nee, das schmeckt verbrannt hier sogar gerade. Oh! Du hast einen Zahn ausgebissen, wie ein Stein her. Absolut grausam. Ja. Ich persönlich habe schon meinen Favoriten. Ich habe meinen Favoriten auch schon. Okay, dann haben wir eine Entscheidung. So Leute, wir haben jetzt die Kuchen probiert. Also von der Optik hat mich einer gleich angesprochen. Was hast du? Komplett umgehauen. Ja, und das war Mariams Kuchen. Dein Kuchen sah fantastisch aus. Ich muss es nachdenken. Kreativ. Sehr kreativ. Sogar vor allem auch einfach so. Ausschnitt reingemacht. Total schön, ja. Ja, richtig. Das ist und das Piercing. Ja, das war echt nice. Wirklich, ist mir gerade aufgefallen. Ja. Ja. Geil. Ja. Okay, mein Optikpunkt geht an dich, Mariam. Und meine Hose auch. Thank you. Genau. Kommen wir zum Geschmack. Da trennen sich natürlich die Welten. Ich weiß nicht, wovon ich gerade rede. Auf jeden Fall hat mir persönlich der Kuchen von Jennifer besser geschmeckt, weil er einfach weicher war, angenehmer im Mund war. Und sie hat einfach. Sie ist ja Bäckerin, nebenberuflich. Wir wissen viele wahrscheinlich gar nicht. Ich kann es so echt? So talentiert. Ach, ganz kurz. Es steht jetzt 2-1. Wenn du jetzt noch einen Geschmackspunkt bekommst, ist es ein Draw. Der Verlierer muss gleich den Pizzaboden aufmachen. Sie ist ja komplett voll mit Mehl und sie muss mit Unterwäsche, die sie eben anhatte, zieht sie wieder an. Zum Pizzaboden. Muss ich das machen? Wenn du verlierst, dann musst du das machen. Ach so, okay. Beziehungsweise unentschieden ist. Okay. Beide Kuchen waren komplett grausam. Wirklich? Ja. Aber beide waren echt sehr, sehr jetzt? Grausam. Der eine Kuchen, da hätte ich auch auf Steine beißen können. War so komplett hart, Leute. Ich esse und ich esse halt auch noch weiter. Und es war ein Bröckel nach dem anderen. Deswegen geht mein Punkt an Lein, weil der war ein bisschen fluffiger. Und echt? Deiner war... Ja, für ihn war es besser. Für mich war deiner besser. Deiner war nur grausam. Mariam? Das ist einfach so. Ah, genau. Erstmal deine Siegerehrung. Danke, meine Also, ein großer Dank geht an meinen Assistenten Nelson Depasé und meinen Kameramann Paul Drake. Und des Weiteren an die Jury und auch Jenny, die super zickig war, aber wir haben es trotzdem. Und an Jen von Studio und Jana. Also Leute, wir machen das jetzt zusammen. Wir machen das jetzt zusammen, weil wir das mit zusammen. Weißt du, was du machst? Mach das jetzt schon. Mach das jetzt, wenn er kommt. Er kommt. Das war auf jeden Fall auch lustig. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.